Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Donnerstag, 5. Januar 16:40 Uhr. Wir wollen uns den Markt anschauen und da ist heute, bis auf die ein oder andere Indexbewegung, die hier ein Stück weit noch mangelhaft ist, doch schon einiges los. Und darauf verwiesen wir auch schon recht frühzeitig heute. Und Sie sehen es auch schon auf dem Screenshot. Wir haben hier insbesondere den Goldpreis in den Fokus genommen. Dazu gab es auch heute schon auf der Gottmor Trader Startseite einen entsprechenden Artikel, der sich hier frohlockt, sozusagen ja, an Gestalt anzunehmen. Ob sich das Jahr 2016 wiederholt, das werden wir einmal sehen. Letztlich hier die Tendenzen in Richtung 1200 und gegebenenfalls mehr auf jeden Fall gegeben. Überdies gab es auch noch einen kleinen Hinweis hier in Sachen Ausbau einer möglichen Trading-Idee oder Aufbau auch dessen, und zwar hier nach Rainbow-Gesichtspunkten im Sinne des positiven Momentums. Hier neues Tageshoch ist unlängst geglückt und jetzt darf man mal sehen, ob die Party weitergeht. Letztlich reichlich Action, auch starke Volatilität seit der US-Eröffnung. Jetzt beruhigt sich das so ein Stück weit und man darf mal schauen, wie das weitergeht. Grundsätzlich haben die Märkte, die Devisenmärkte heute ihre Ranges weitestgehend ausgeschöpft und wenn wir jetzt mal hier auf die Top 15 schauen, ganz kurz. So, sehen wir den Goldpreis ganz vorne, heute Euro-US-Dollar auch mit in der Front vertreten. Diese beiden hatten wir auch heute Morgen schon beim JFD-Devisenradar 9:30 Uhr im Fokus. Video dazu können Sie auch in der Videobox hier auf dem JFD-Desktop nochmals anschauen oder auf dem YouTube-Channel eben. Und was auffällt, wie gesagt, hier die Gewinner und auf der Südseite heute hier entsprechende Paare, die in Yen gehandelt werden. Da verweise ich auch nochmal auf das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, dass wir auch unlängst zum Jahresauftakt in den Fokus nahmen. Hierbei mit der Chance in Richtung 148 zu laufen. Das relativiert sich heute ein Stück weit, aber ich verwies auch im gestrigen JFD-Devisenradar-Webinar schon darauf hin, dass hier die Zone um 142,50 gegebenenfalls als interessantes Pullback-Level interessant wird, sozusagen, dass sich hier an diesem Unterstützungsniveau, an dem 23,6er FIBO-Level eine, ja, Bestätigung, ein Doppelboden sozusagen ausbildet und dann britisch Pound Yen hier auch als Beast bekannt, dann doch noch Richtung 148 zieht. Chance-Risiko-Verhältnisse werden natürlich jetzt mit dieser fallenden Kerze günstiger und günstiger, was nicht passieren darf, dass wir hier signifikant unter 142 abtauchen. Das wäre denkbar schlecht für das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Doch neben dem ganzen Action hier, Actionverhalten bei den Währungspaaren und auch Gold, will ich Ihnen heute mal hier den FTSE 100 vorstellen. Hier den Index, der praktisch ja, die 100 größten Unternehmens von UK, vom United Kingdom bzw. England eben abbildet. Und dieser Index schraubt sich hier sukzessive nach oben. Wir hatten auch hier ein saisonelles Pattern schon vorgestellt im vergangenen Jahr, was sich hier ja, nahezu mustergültig entfaltete. Also wirklich eine wirklich graduelle Punktlandung im Kontext dessen, dass zum Jahresabschluss hier wieder ein bullisches Setup Einzug hielt. Wirklich formidable Entwicklung und Sie sehen, das neue Jahr beginnt hier auch direkt mit neuen Höchstständen. Die Frage ist nur, wo kommt der FTSE eigentlich her, beziehungsweise wo will er hin? Und dazu gehen wir mal in den ganz großen Chart hier auf Monatsbasis bis zur Jahrtausendwende zurück. Und da ist sehr schön zu sehen, dass wir hier ein früheres Alltime hatten bei 4, sage ich schon, 6.950 Punkten und 60 zerquetschte sozusagen. Dieses Niveau wurde hier 2015 nochmal attackiert. Dann, ja, Sie wissen, was passierte. In der Folge gab es einen starken Ausverkauf. Den Brexit-Event hatten wir letztes Jahr auch noch. Letztlich aber wurde das hier alles honoriert. Und was sehr schön zu sehen war, dass dieses Level um 6.070 Punkten, dieses Horizontallevel, hier ein massiv signifikanter Widerstand war. Sie sehen, auf Monatsbasis hat der Index hier vom August 2015 bis zum letzten Touch Juni 2016 dieses Niveau per Close, per Monthly Close, also Monatsschlusspreis, nicht unterschritten und einen also massiven Unterstützungsbereich hier ausgebildet. Und von diesem Niveau ging es dann eben seit dem Sommer letzten Jahres nach oben und jetzt sind wir hier auf All-Time High. Und das, wie gesagt, hier in einem Kursindex, sozusagen nicht der gepimpte DAX, wo Dividendentitel mit einfließen und der sozusagen ja, künstlich aufgeblasen ist, letztlich hier als Großindex der FTSE 100 wirklich sehr, sehr interessant mit einem schönen Aufwärtslauf und das könnte sich auch durchaus weiter fortsetzen. Also die Brexit-Sorgen, zumindest hier unter charttechnischer
Gesichtsbetrachtung schon, unter schartechnischer Betrachtung hier sehr, sehr schön adaptierbar, dass es grundsätzlich weiter nach oben gehen kann. Und wenn wir eben hier diese Range zum einen nehmen, die sich hier seit 2013 bis zum Ausbruch 2016 bildete, dann können wir hier eine entsprechende Projektion ableiten, die hier grundsätzlich das Potenzial auf der Oberseite bereitstellt, was mit diesem Ausbruch hier auf jeden Fall der Niveaus über 7.500 Punkten in Aussicht stellt, zu dem wir hier auch hier in diesem Aufwärtstrendkanal uns befinden und dieser hier auch auf der Oberseite noch genug Spielraum erlaubt, was dann sogar im Jahresverlauf 2017 in Richtung 8.000 Punkte führen könnte. Ja, Sie hören richtig, der FTSE 100 eigentlich hier grundsätzlich bullisch unterwegs, förmlich wirklich geboostet und hier ein Index, den man definitiv mal unter die Beschau nehmen sollte, weil eben auch hier ein All-Time-High ansteht und weitere Folgen könnten. Das heißt, der Index ist hier in einem sehr guten Flow auf der Oberseite und sollte es hier nicht signifikant erst das Niveau 7.122, insbesondere unter 6.950 gehen, dann bleibt der Bias hier für diesen Index eigentlich bullisch. Das wollte ich Ihnen heute nochmal zeigen. Der FTSE 100, wie gesagt, in einer sehr, sehr guten Ausgangslage für weiter steigende Preise und insofern auf jeden Fall ein Blick wert. Den FTSE 100 können Sie auch bei uns bei JFD Brokers natürlich handeln, UK 100, und dann haben Sie auch hier die Möglichkeiten zu partizipieren am entsprechenden Bewegungsmovement, was der Index hier noch aufs Parkett zaubert. Es wird natürlich nicht geradlinig gen Norden gehen, das muss man ganz klar wissen, aber die Tendenz, gerade hier auf Big Picture Betrachtungsweise und Monatssicht, ist eben hier durchaus positiv und erlaubt dem Index tatsächlich noch weiteren Spielraum auf der Oberseite. Wichtig, wie gesagt, unter 7.000, 6.950 Punkte sollte es nicht mehr gehen. Wenn wir uns da stabilisieren, falls es überhaupt Rücksätze in diese Region gibt, dann wäre das ein schönes Level, um wieder einen Rebound nach oben zu starten. So, dann, liebe Zuschauer, wäre es das auch schon für die Beschau gewesen, wo heute denn die Musik spielte am Donnerstag. Letztlich Forex Gold ganz klar, aber der FTSE 100 definitiv eben auch ein Index, den man hier mit auf die Agenda setzen sollte. So, dann wünsche ich Ihnen, wenn es denn dann soweit ist, einen schönen Feierabend, einen ruhigen Abend und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. Morgen ist Jens zwar am Start, aber meine Wenigkeit wird im Sinne des südlichen Feiertags, 6. Januar, sozusagen dann hier erstmal Abstinenz sein. Dennoch, wir handeln natürlich, der Desktop ist auch mit Leben gefüllt. Stellen Sie Fragen, wenn Sie möchten. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen, wie gesagt, einen schönen Resttag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.